Habe ich nämlich einige Gespräche dort gehabt in den letzten Monaten mit Digitalisierungsexperten. Da wollte ich mal zwei Sachen herausstellen, die vielleicht die wenigsten von euch wissen. Hallo Guys, heute mal ein kleiner Geheimtipp oder so, ne? Kann man so nennen, aber man darf ja sozusagen wirklich keine Empfehlungen geben, deswegen taufe ich das mal um von Aktiengeheimtipp in meine persönliche Meinung zu dieser Aktie. Ja, man kann natürlich hier jetzt die Aktie Glöckner, es geht um die Glöckner Aktie. Also das ist eine der führenden, ich würde mal sagen, ja im Dach sowieso, Dachraum, einer der führenden deutschen metallverarbeitenden Industrien. Und was macht die jetzt so besonders? Die macht so besonders, also man kann hier natürlich auch den Aufwärtstrend, alles was ja nur die Vergangenheit abbildet, hier mal anschauen im Jahresding und so weiter, dann könnte man auch vermuten, naja, die Luft ist jetzt eigentlich schon raus, ja, also wie bei vielen anderen Aktien eben auch. Und ja, immer vorsichtig und so. Ja, stimmt auch. Kurz- und mittelfristig, denke ich mal, man sieht, wir sehen es hier schon, diese Seitwärtsbewegung seit ja, April eigentlich schon, ja. Und ich bin auch ganz ehrlich auch nicht viel früher eingestiegen, weil ich es eben auch nicht auf dem Radar hatte, viel früher. In so im März, glaube ich, eingestiegen. Also ich habe da immer so um die ja, 10, 11, 12% Gewinn und dann schwankt das auch die ganze Zeit, weil eben dieses Seitwärts. Wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz auf den Chart gehen, also wir haben eigentlich einen soliden Aufwärtstrend aufs Jahr hin. Wir haben einen soliden Aufwärtstrend eigentlich immer noch intakt auf 3 Jahre. Wenn wir jetzt aber mal 5 Jahre zurückgehen oder überhaupt mal länger, ja, dann sehen wir schon, oder auch Maximum, vielleicht einer der Gründe, warum wir hier sozusagen mehr oder weniger seitwärts gehen, ist, weil wir natürlich auf einen sehr langen Zeitraum von 20 Jahren oder sowas, ja, also seit 2000, was ist das hier, 2007, ja, seit der Finanzkrise quasi, ja, hier hatten wir so einen Split sogar, eigentlich nie wirklich höhere Kurse hatten als wir hier, sagen wir mal so um die 10 Euro. Ja. Und es ist ja klar, dass wir dann sozusagen erstmal hier rein markttechnisch ja, auf so eine lange Sicht hin da jetzt nicht einfach steil bergauf gehen, ja. Weil dann eben viele sagen, ja, ich verkaufe jetzt lieber wieder und so weiter. Und, aber so von der Firma her habe ich nämlich einige Gespräche dort gehabt in den letzten Monaten mit Digitalisierungsexperten. Da wollte ich mal zwei Sachen herausstellen, die vielleicht die wenigsten von euch wissen. Und zwar ist das eine der am weitesten entwickelte, was Digitalisierung betrifft, Firma der Branche aktuell. Die haben nämlich zwei Töchter-Startups. In Berlin ist eine, das ist die XOM, nee, das ist die Glöckner I. Die Glöckner I, das ist die hier. Ja. Und mit, ich glaube, über 200 mittlerweile Entwicklern und so weiter. Und dann haben sie noch diese Plattform hier erstellt, XOM Materials, wo mittlerweile, sagen wir mal, aus der ganzen Welt branchenverwandte Firmen kommen und sich das anschauen. Und wie die das gemacht haben, was sie da machen. Ja, also das ist nämlich eine Art Rohstoffhandelsplattform, B2B, die ihresgleichen sucht. Ja. Und dort kann man eben kaufen, tauschen und alles Mögliche. Und ich habe also mit einigen Insidern eben gesprochen, aus der IT und aus der Digitalisierungsabteilung und so weiter. Und die haben gesagt, die lassen auch teilweise keinen Hersteller oder Dienstleister da extern mehr rein, weil das quasi nur ein Abfluss wäre von Wissen von innen nach außen. Also mit anderen Worten, es gibt keinen spezialisierten Dienstleister oder auch keinen Softwarehersteller wie inklusive SAP, Microsoft oder sonst wer, die hier noch einen großen Mehrwert bieten könnten, strategisch, konzeptionell, beratungstechnisch sowieso nicht, ja, und auch von der Programmierung her, weil die ihre eigenen Sachen programmieren, ja, so keine Software von der Shelf nehmen, weil die das einfach gar nicht so gut abbilden können, was sie alles brauchen. Das heißt, also deswegen lassen die da gar keinen externen mehr rein. Also wenn ich jetzt hier mich als externer Berater irgendwas verkaufen wollen würde, da rein verkaufen und dann
sieht's echt übel aus. Und sogar mit den größten Herstellern, wie gesagt, wie SAP und Microsoft und so weiter, haben die sozusagen ihre Schwierigkeiten, die da reinzulassen, weil sie de facto sagen, die lernen ja von uns mehr als wir von denen und dafür bezahlen wir die auch noch teilweise Tagessätze von 1500 bis 3000 Euro am Tag, ne? Je nachdem, wie senior der Consultant ist. Und das sagt ja auch schon sehr, sehr viel aus, wie weit eigentlich mit so Materials und mit ihren Plattformen und mit ihrer Startup Glöckner in Berlin und so weiter, wie fortgeschritten die eigentlich alle sind. Jetzt aber wieder zurück zur Börse, weil das eine ist ja sozusagen das, was tatsächlich passiert auf Daily Business Basis, ja. Und das andere ist, wie wird es im Markt wahrgenommen? Das heißt, teilweise sehr, sehr gute Firmen, die ihrer Zeit voraus sind, laufen an der Börse gar nicht so übermäßig gut. Also ich meine, die ist jetzt gut gelaufen, aber so sind auch alle anderen gut gelaufen. Ja, viele andere Aktien seit dem ersten Lockdown. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eben das. Also du kannst an der Börse mit Aktien oder mit Firmen gut Geld verdienen, ja, die letztendlich gar nicht so gut sind, aber halt einfach so aus irgendeinem Grund einfach gekauft werden und dadurch eben der Preis steigt, ja. Und du kannst dann also ein Aktiendepot haben von Firmen, die super, super, super sind, ja, wo wirklich alles stimmt, aber dann nicht so übermäßig gut laufen. Ja? Also vielleicht dann eher was Langfristiges oder wie auch immer. Und das ist eben die Diskrepanz zwischen das, was in der Börse tatsächlich passiert und was im Business, in der Industrie und so weiter passiert. Ja? Das heißt, es ist ähnlich wie ja, weiß schon, was ich meine, okay? Also das eine ist so ein bisschen die Finanzwelt, Börse und so weiter, und das andere ist so, ja, da wo die tatsächlich die Leute sozusagen Tag für Tag in die Arbeit gehen sozusagen, und das ist nicht immer eins zu eins, wird nicht immer eins zu eins abgebildet, denn der Börsenkurs, ja, so kann man es vielleicht am besten sagen, bildet ja nicht immer den tatsächlichen Wert eines Unternehmens ab. Ja. Also der Börsenkurs bildet die Marktmeinung ab. Ja. Die Meinung der Leute, die da investieren. Ja. Und die muss ja nicht immer und teilweise sogar sehr häufig dem aktuellen Wert einer Firma entsprechen. Ja. Manchmal ist eben drüber, drunter in der Regel, manchmal sowieso immer, aber in der Regel auch sehr, sehr weit von Dingen entfernt. Also von daher, ja. Also für mich, langfristig ist die Firma meiner Meinung nach schon auf jeden Fall was relativ top sicheres. Auch wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten jetzt einen sehr, sehr weiten Anstieg und so weiter, aber die sind auf jeden Fall, wie sie sich aufgestellt haben, alles, also auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, macht eure eigene Meinung und so weiter, aber ich wollte einfach jedes Mal als Beispiel nehmen. Ich habe die Aktie auch selber. Ja, das heißt, natürlich bin ich auch gebiased, ja, klar, logisch. Wer sagt, nee, ich habe keinen Bias, der ist sowieso von vornherein ein Lügner. Ja, also jeder hat Bias, ja, jeder. Ja. Auch wenn ich jetzt Auswahlberatung mache für ein Unternehmen, ja, zwischen drei verschiedenen ERP-Systemen, ja. Ich habe dann agnostischen Herangehensweise. Das bedeutet, mir ist egal, welches ERP-System letztendlich verwendet wird. Für mich ist nur das Wichtige, dass die Anforderungen entsprechen und so weiter und so weiter. Und selbst dann, ja, habe ich ein Bias. Ja. Ob ich das will oder nicht, der ist immer da. Also von daher immer vorsichtig sein. Egal, welchen Videos du auch da im Internet und im YouTube schaust. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und ciao.